Herzlich willkommen zur Sonntagsandacht der St. Olgi Kirche. Die St. Olgi ist eine moderne Religion. Der Stifter L. Ron Hubbard hat sie Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt. Und L. Ron Hubbard hat wirklich genau geguckt, wie ein Mensch tickt, worum es geht, wo er herkommt, wo er hingeht und vor allen Dingen aber, was ihn bedrückt und was das Leben so schwierig macht, um dann jeweils eine Abhilfe zu finden, um ein Gesamtkonzept zu entwickeln, mit dem man einem Menschen richtig, richtig gut helfen kann. Und daraus resultiert ein spiritueller Weg, der einen Schritt für Schritt zu höherem Bewusstsein raufbringt, zu persönlicher Freiheit, zur Integrität und zu allen diesen schönen Dingen. Und wir haben eine Lehre, die ist wirklich ganz ausführlich. Ein kleiner Teil ist jetzt gerade hinter mir im Bücherregal. Und man kann diese Lehre im Ganzen studieren oder man kann auch einfach ein kleines Stückchen rausnehmen, was ich ja versuche mit diesen Sonntagsandachten jeden Sonntag zu machen. So, und das Wort Scientology kommt von Skire und Ologie. Zusammengesetzt wäre das die Lehre vom Wissen oder ganz einfach, wie man Wissen, wie man weiß. Und jetzt lese ich das Glaubensbekenntnis der Scientology-Kirche. Wir von der Kirche glauben, dass alle Menschen, welcher Rasse, Hautfarbe oder welchen Bekenntnisses sie auch sein mögen, mit gleichen Rechten geschaffen wurden. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigenen religiösen Praktiken und deren Ausübung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihr eigenes Leben haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre geistige Gesundheit haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigene Verteidigung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigenen Organisationen, Kirchen und Regierungen zu ersinnen, zu wählen, zu fördern und zu unterstützen. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, frei zu denken, frei zu sprechen, ihre eigenen Meinungen frei zu schreiben und den Meinungen anderer zu entgegnen oder sich darüber zu äußern oder darüber zu schreiben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigene Art zu schaffen. Dass die Seelen der Menschen die Rechte der Menschen haben. Dass das Studium der Seele und ihre Befreiung von den geistig verursachten Übeln von Religionen weder entfremdet noch in nicht-religiösen Gebieten geduldet werden sollten und dass keine Instanz außer Gott die Macht hat, diese Rechte vorübergehend außer Kraft zu setzen oder aufzuheben, sei es öffentlich oder verborgen. Und wir von der Kirche glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist, dass er danach strebt zu überleben, dass sein Überleben von ihm selbst und von seinen Mitmenschen abhängt und davon, dass er ein brüderliches Verhältnis mit dem Universum erreicht. Und wir von der Kirche glauben, dass die Gesetze Gottes dem Menschen verbieten, seine eigene Art zu zerstören, die Vernunft eines anderen zu zerstören, die Seele eines anderen zu zerstören oder zu versklaven, das Überleben seiner Kameraden oder seiner Gruppe zu zerstören oder zu mindern. Und wir von der Kirche glauben, dass die Seele gerettet werden kann und dass allein die Seele den Körper retten oder gesund erhalten kann. Das ist unser Glaube jetzt sehr kurz zusammengefasst, aber doch irgendwie intensiv. Und ich mag das in jeden Sonntag einmal zu lesen. Also das Glaubensbekenntnis erst zu lesen. Nun wollte ich mich heute dem Thema Integrität widmen. Das habe ich auch schon mehrmals gemacht und ich habe aber einen anderen Aspekt. Ich halte jetzt mal hier ein Buch in die Kamera. Das ist es heißt Buch der Grundlagen. Ich finde, es ist eher ein fortgeschrittenes Buch, aber es hat den Vorteil, dass hinten drin alle Kodizes drin sind. Es sind auch ganz viele Skalen drin, die so von niedrig zu hoch alle möglichen Dinge im Leben beschreiben. Und hier hinten drin ist ein Kodex, der heißt Ehrenkodex. Vielleicht muss ich erst das Wort Integrität kurz aufgreifen. Integer bedeutet, dass man heil ist, dass keine Verletzung stattgefunden hat. Integrität bedeutet, dass man selbst eine unverletzte Ehre hat oder eine runde und feste Ehre hat, der es gut geht. Also Integrität grundsätzlich im Sprachgebrauch bedeutet einfach, dass man unbestechlich ist, dass die Ehre nicht kompromittiert wurde, dass man nicht irgendwie von seinem eigenen Glauben oder Wissen abgewichen ist, um zuzugeben oder zu sagen, dass etwas anders ist, als es tatsächlich ist. Und persönliche Integrität, die hat immer was damit zu tun, dass man das fühlt und sieht,
was man tatsächlich sieht. Also erstmal, dass man sich selbst glaubt und dann, dass man das auch äußert, was man so sagt. Und jetzt ist hier hinten drin ein Ehrenkodex, der hat wirklich ganz, ganz tolle Punkte. Ein Ehrenkodex hat diesen einen wichtigen Punkt, dass es kein Moralkodex ist. Ein Moralkodex kann von außen erzwungen werden, also zum Beispiel an roten Ampeln anhalten, das wird ab und zu erzwungen, oder sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen im Verkehr zu halten, auch das wird manchmal von außen erzwungen. Oder es gibt auch andere Dinge, also zum Beispiel, dass man nicht stiehlt, das gehört schon zum eigenen Ehrenkodex, aber es gehört auch dazu, dass das von außen, wenn es beobachtet wird, unterbrochen wird oder bestraft wird oder dass andere Leute sagen, das kannst du jetzt echt nicht machen und einen daran hindern. Das wären alles Punkte von Moralkodizes. Ein Ehrenkodex wiederum, der hat nur was mit sich selbst zu tun. Da kann man nur selbst drauf gucken, da kann man selbst seine eigene Nase packen und sagen, okay, das kannst du jetzt noch ein bisschen besser machen. Und so ein Ehrenkodex ist etwas, das ist fast schon ein Luxus. Wenn man sich daran hält, dann ist man um dieses Maß glücklicher, weil es einem einfach besser geht. Ich lese mal gerade zwei, drei Beispielpunkte auf. Hier ist der erste Punkt: Verlasse nie einen Kameraden in Not, Gefahr oder Schwierigkeiten. Ihr würdet von euch nicht besonders viel halten, wenn ihr einen Freund in einer brenzlichen Situation stecken lasst. Ihr würdet von euch, also ihr würdet einfach nicht denken, dass es gut ist, eine Frau mit 7 Kindern sitzen zu lassen und mal wegzugehen. Das ist einfach, also passiert ab und zu, aber ist einfach nicht gut. Das macht man nicht. Und es fühlt sich innen drin vor allen Dingen so ätzend an, wenn man jemanden hängen lässt. Das Gefühl kennt ihr wahrscheinlich. Ein anderer Punkt vom Ehrenkodex ist: Setze dich nie selbst herab oder schmälere niemals deine Stärke oder Fähigkeit. Das ist etwas, was nur mit euch selbst zu tun hat. Jemand anderes kann sich über diesen Punkt nicht beschweren, wenn ihr sagt, also ich kann das jetzt nicht wirklich gut, aber ich zeig's euch mal. Oder schaut mal, also meine Wohnung ist nicht wirklich aufgeräumt oder sie ist nicht wirklich schön. Ich muss da noch was dran machen. Ich kann das nicht so gut. Diese ganzen Sprüche, die könnt ihr machen. Innen drin fühlt sich's nicht gut an. Es tut euch auch nicht gut, glaubt mir. Aber von außen kann da sich jetzt keiner drüber beschweren. Der kann nicht sagen, du hast schon wieder schlecht über dich selbst geredet. Das ist kein erzwingbarer Faktor. Da gibt es keinen Strafzettel dafür. Lass es mich so formulieren. So, das sind alles Punkte, die hier in diesem Ehrenkodex drin sind. Es sind noch viel mehr Punkte drin. Deine Integrität dir selbst gegenüber ist wichtiger als dein Körper. Seid ihr schon mal morgens um 4:30 aufgestanden, weil ihr einem Freund helfen wolltet, zum Beispiel an den Flughafen fahren oder so ähnlich. Da ist einfach, da war die Integrität wichtiger als der Körper. Da hat der Körper gemault. Oder man macht noch eine ganz wichtige Aufgabe fertig, weil es drauf ankommt und man macht einfach weiter und man hat nichts gegessen, man hat viel zu wenig geschlafen, man macht es trotzdem fertig, weil andere damit im Spiel sind. Da wäre auch die Integrität wichtiger als der Körper. Das sind gute Beispiele dafür, finde ich zumindest. So, dieser Ehrenkodex, der hat 15 Punkte. Der letzte heißt: Bleibe deinen eigenen Zielen treu. Auch das hat etwas mit Integrität zu tun, dass ich mich ausrichte auf ein eigenes Ziel und dass ich dem treu bleibe, dass ich mich selbst nicht verrate und sage, ach, war ja doch nicht so wichtig, ich wollte zwar segeln lernen, aber jetzt will mein Mann was ganz was anderes und na gut, also dann mache ich lieber das, weil ich muss ja schließlich nett zu ihm sein. Man fühlt sich aber trotzdem nicht so wahnsinnig gut dabei. Und dann, hier in diesem Buch ist der gesamte Text, der auch in dem Thunmann-Vortrag oder in dem Vortrag, den Aaron Huber zu diesem Thema gehalten hat, mit drin ist. Und da ist ein Absatz drin, der liest sich ein bisschen kompliziert, aber ich finde, dass dieser Absatz alleine, also für den lohnt sich das Buch zu lesen. Und der heißt: Wenn Sie glaubten, dass der Mensch würdig sei, ihm genügend Format zuzugestehen, um es Ihnen zu gestatten, den Ehrenkodex mit Freude auszuüben. Sag's nochmal auf Deutsch. Also, wenn man jetzt glaubt, dass ein anderer das würdig ist, dass ein anderer es wert ist, dass man ihm das praktisch zugestehen kann, dass man den Ehrenkodex an ihm mit Freude ausüben kann. Also zum Beispiel ihn nicht verlassen in Schwierigkeiten oder ihm durch was durchhelfen oder einfach weiterhin auf der eigenen Realität keine Kompromisse zu machen oder kein Mitleid von dieser anderen Person zu erfordern. Also alle diese Punkte, die im Ehrenkodex drin sind. Wenn man das jemand anderem zugesteht, wenn man praktisch sagt, dieser andere Mensch ist wichtig oder würdig genug, dass ich mich so verhalte
Und dann kommt hier der Folgesatz, so kann ich Ihnen garantieren, dass Sie ein glücklicher Mensch wären. Da kann ich mit garantieren. Und dann kommt das noch ein bisschen weiter ausgeführt. Und würden Sie feststellen, dass ein Gelegenheitsverbrecher von den höchsten Maßstäben abweicht, die Sie entwickelt haben? Also, wenn praktisch jemand anderes daherkommt, der jetzt mal geklaut hat oder der jetzt mal gelogen hat oder der jetzt mal einen Schmutz gemacht hat und den hinterlassen hat und nicht wieder aufgeräumt hat. Ich denke da an meine Küche. Oder dass ein Hund eine Hinterlassenschaft an der falschen Stelle gelassen hat und die Person hat das vielleicht nicht wieder weggemacht oder wie auch immer. Hier steht Gelegenheitsverbrecher. Gut, also könnten auch noch schlimmere Dinge sein. Und würden Sie feststellen, dass ein Gelegenheitsverbrecher von den höchsten Maßstäben abweicht, die Sie entwickelt haben, so haben Sie sich deswegen noch nicht vom Rest der Menschheit abgewandt. Soll heißen, wenn ihr an diesem Ehrenkodex arbeitet, wenn ihr in euch selbst ruht, wenn ihr Integrität habt, wenn ihr selbst mit euch zufrieden seid und mit eurem eigenen Fortschritt, weil dieser Ehrenkodex bewirkt sowas, dann wäre es einfach nicht so schlimm, wenn jemand anderes was Blödes anstellt. Weil dann ist es er gewesen und nicht ihr. Und ihr müsst nicht darauf reagieren. Ihr müsst ihn deswegen nicht weniger lieben. Ihr müsst gar nichts damit machen, sondern vielleicht höchstens feststellen, dass es passiert ist und ihm helfen, die Situation in Ordnung zu bringen. Das wäre natürlich ein interessanter Gedanke, weil wie weit kann das gehen? Wenn jemand wirklich integer ist, dann müsste das eigentlich im ganz großen Maß funktionieren. Und es gibt natürlich auch geschichtliche Beispiele von Leuten, die das gemacht haben. Und ich würde da auch an Jesus denken, der einfach immer die Größe hatte, jemand anderem zu vergeben oder die Sache für ihn wieder in Ordnung zu bringen oder mit ihm drüber zu reden oder was auch immer. So, ich lese den Satz nochmal. Und würden Sie feststellen, dass ein Gelegenheitsverbrecher von den höchsten Maßstäben abweicht, die Sie entwickelt haben, so haben Sie sich deswegen noch nicht vom Rest der Menschheit abgewandt. Und jetzt kommt die Folge. Und wenn Sie entdeckten, dass Sie selbst von denen, die Sie zu verteidigen suchten, betrogen wurden und dennoch Ihre Meinung hinsichtlich all Ihrer Mitmenschen nicht völlig änderten, gäbe es für Sie keine enger werdende Abwärtsspirale. Soll heißen, wenn man jetzt selbst entdeckt, dass man von jemandem, den man versucht zu verteidigen oder den man lieb hat oder den man eng an sich rangelassen hat, irgendwie betrogen wurde. Vielleicht hat er was nicht gemacht, was er versprochen hat. Vielleicht ist er rückfällig geworden mit etwas, kann ja was Großes sein, er hat versprochen, keinen Alkohol mehr zu trinken und tut es plötzlich wieder oder keinen Frauen nachzugucken und tut es plötzlich wieder oder irgendwelche schrecklichen Dinge, die so im Leben passieren oder man hat dem Hund das heilige Versprechen abgenommen, dass er sich einfach nicht mehr mit dem Müll des Nachbarn befasst und dann tut das halt doch wieder. Und wenn man jetzt das entdeckt, dass man betrogen wurde und trotzdem seine Meinung bezüglich, wie gut Menschen sind, nicht ändert. Interessanter Punkt. Also wenn man praktisch sein eigenes Format behalten kann, wenn man seine eigene Integrität behalten kann, in diesem Punkt, dass jemand anderes macht was Blödes und man muss es ihm nicht wahnsinnig nachtragen. Man kann ihm helfen, das Problem zu handeln, man kann es anhören, man kann vielleicht was dagegen tun, effektiv dagegen tun, aber man muss nicht unglücklich sein deswegen oder man muss sich nicht grämen auf immer da. Und wenn das so wäre, dass man jemand anderem zugestehen könnte, dass er einfach mal was Blödes macht oder was richtig Blödes macht und dass es nicht so schlimm ist, dann hätte man selbst keine enger werdende Abwärtsspirale. Dann würde man sich selbst auf einem guten Weg nach oben befinden, wo es einem einfach immer besser und immer besser geht. Ich finde das einen sehr interessanten Aspekt. Ich finde das einen wunderschönen Aspekt meiner Religion. Und deswegen möchte ich ihn auch gerne näher bringen an alle, die jetzt da zuhören. Und wenn ihr euch ein bisschen näher damit befassen wollt, dann schaut mal in dieses Buch rein oder befasst euch mit dem Thema Integrität. Das ist auch in verschiedenen Kursen, die man bei uns machen kann. Es gibt auch welche online, die kosten gar nichts. Da geht es auch um Integrität. Also bei uns gibt es einiges an diesem Thema zu arbeiten. Hausaufgabe, die ich ja immer gebe. Guckt euch doch mal irgendwas an, was jemand anderes gemacht hat, was euch fürchterlich ärgert und schaut mal, ob ihr ihm einfach zugestehen könnt, dass es eben so ist. Einfach nur Interesse halber. So, Zeit für ein Gebet. Das Scientology Gebet für völlige Freiheit. Möge der Schöpfer des Universums alle Menschen befähigen, ein Verstehen,
ihrer geistigen Natur zu erreichen. Möge Bewusstsein und Verstehen über das Leben sich weiten, sodass alle den Schöpfer des Universums erfahren können. Und mögen andere auch dieses Verstehen erreichen, das völlige Freiheit bringt. In dieser Zeit gedenken wir jener, deren Freiheit bedroht ist. Jener, die Gefangenschaft wegen ihres Glaubens erlitten haben. Jener, die geknechtet oder gequält und aller, die brutal behandelt werden, gefangen sind oder angegriffen werden. Wir beten dafür, dass die Menschenrechte bewahrt werden, sodass alle Menschen frei glauben und ihre Andacht verrichten können, sodass es in unserem Land erneut Freiheit geben wird. Freiheit von Kriegen, Armut und Not, Freiheit zu sein, Freiheit zu tun und Freiheit zu haben. Freiheit, das Potenzial des Menschen zu gebrauchen und zu verstehen, ein Potenzial, das von Gott gegeben und Gott ähnlich ist. Und Freiheit, jenes Verstehen und Bewusstsein zu erreichen, das die völlige Freiheit ist. Gebe Gott, dass es so sei. Nun wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Arbeitet mal ein bisschen an der eigenen Integrität. Es lohnt sich. Ehrenkodex mal durchlesen oder Teile davon aufhängen. Es lohnt sich wirklich. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Thank you.